Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, wie ihr halt in der Betitlung gesehen habt, Odin war einkaufen, Weihnachten Spezial. Das ist das, was ich immer Ende des Jahres aufnehme, wo ich euch die Weihnachtsgeschenke für meine Lieben zeige, die ich geholt habe, die ich so in der letzten Zeit im Odin war einkaufen nicht gezeigt habe, damit man es nicht sieht. Vereinzelt habe ich Sachen gezeigt, damit man auf eine falsche Spur locken kann. Erkläre ich euch dann gleich alles beim Einpacken oder beim Zeigen, was ich gekauft habe. Ja, ich habe jetzt einfach mal Lagerfeuer im Hintergrund gemacht. Ich weiß nicht, ich mache beim Einpacken mache ich dann auch noch Musik dazu an, würde ich sagen. Ich sitze noch im Bademantel da, beim Einpacken habe ich ihn aus. Ich habe nämlich hier noch Fenster offen und überall zum Durchlüften. So, das gehört nicht dazu. Das ist schon mal Verpackungsmaterial. Das ist auch Verpackungsmaterial. Das ist auch Verpackungsmaterial. Und das auch. Also ich habe mehrere Rollen. Ich habe insgesamt 5 Rollen. So, dann gehört zwar hier nicht hin jetzt eigentlich, aber habe ich gestern ja gezeigt. Ich habe was Neues geholt, damit ich diesmal besser verpacken kann. Packen wir jetzt auch gleich mal mit aus, damit das Ding nicht wieder in die Ecke fliegt. Dann können wir nämlich gleich den Müll auf den Haufen machen. Scheiße. Moment. So. Gott, jetzt hängt das hier fest. So, jetzt. Habe ich bei Teddy gekauft. So was schwerer, aber ich muss sagen, dafür, dass der neu ist, ich weiß nicht. Der ist total zerkratzt. Und der soll neu sein. Ihr habt ja gesehen, der ist verpackt gewesen. Naja, und dann habe ich hier noch so ein Dreier-Set geholt, aber deswegen nur ein Dreier-Set, weil mit diesem Abroller, den ich hasse, der ist bestimmt genauso instabil wie das Ding, was ich vorher hatte. Aber so eine Rolle hätte mich 1 Euro gekostet und das Dreier-Set hat mich, was hat es mich gekostet? 2,75. So. Und es passt nicht rein. Es passt nicht rein. Nicht dein Ernst. Es passt nicht rein. Ist zu fest. Es passt nicht rein. Boah. Umsonst den Kofferteig dafür ausgegeben. 1 Euro. Naja. Dann lassen wir das jetzt. Machen wir das anders. Legen wir uns den bereit. Und nehmen dann halt doch erstmal das für dicke Rollen. Und das Ding hier für dünne Rollen. Mir passt das nicht mal richtig rein. So, was ist denn das? Naja, wird schon seinen Dienst tun. Oh. Haben wir schon mal vorbereitet. Ganz toll. Kommen wir jetzt mal langsam zu den eigentlichen Geschenken. Ich habe auch hier, das werde ich nicht verpacken, einen Fire TV 3, der ehemals im Wohnzimmer war. 4K, den kriegt meine große Tochter, den muss ich noch fertig machen. Packen wir auch mal hier auf den Haufen. Das ist der Fire TV 2 aus dem Schlafzimmer. Da habe ich ja auch einen Fire TV Cube drin. Der ist für meine Frau. Und der jetzt im Kinderzimmer dran ist, der normale Fire TV, den kriegt auch meine Frau hoch. Einen für Wohnzimmer, einen für Schlafzimmer oder einen davon kriegt meine Mutter. Abwarten, will mal gucken. So, dann habe ich, fangen wir mal hier am besten an, wo ich mal bei Kik meine, wann waren das? Meine Klamotten gekauft habe, habe ich schon vorher gekauft. Das war, oh, doch schon so lange her. 2.4.2019. So, da habe ich schon, weil da hatten sie Pullover runter reduziert für die große. Und die hatte ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Da passt sie jetzt rein oder müsste sie jetzt langsam reinpassen. Immer mit so Schleif, immer mit so einem Band. Was ist das? Die 100, ne, 176. Naja, doch noch vielleicht ein bisschen zu groß. Ich habe gedacht, die wächst über den Sommer ein bisschen mehr. Also sie hat jetzt 100, also jetzt kriegst du ja 176, habe ich bei uns hier nicht mehr gefunden. Jetzt kriegst du immer nur noch bis 152 und dann fängt es an mit XS. Das ist ganz beschissener Klamotten momentan zu kriegen. Und du weißt auch nicht, wenn du dann nur eine S holst, weil das passt auch teilweise, ja, hat der Anbieter auch eine XS, die passen könnte, oder gibt es da jetzt nur Kindergröße und S? Weil wenn es Kindergröße gibt bis 152 und S, dann passt die S. Gibt es Kindergröße und die XS, passt die S nicht. So, einmal. Dann hier nochmal mit einer Nummer 1 drauf. Das ist auch ziemlich lang, wie ihr seht. Das ist so ein Pulloverkleid oder wie das Ding heißt. Auch 170, 176. Wie heißt denn das? Ich habe keine Ahnung. Meine Frau hat gesagt, das ist modern. Und wenn meine Frau das sagt, dann wird das schon stimmen und dann habe ich das gekauft. Und die waren alle runtergesetzt. Also die waren, was habe ich dafür bezahlt, kann ich euch auch sagen. Ach Gott. XL, XXL, XXL, Sweat, ein Sweat-T-Shirt, 4,99, eigentlich 7,99 oder 8,99, warum, nee, 9,99 noch was, warum die Hälfte reduziert, Sweaterkleid, 4,99, T-Shirt, da fehlt noch was. Also eins fehlt hier noch. Achso, hier. T-Shirt XL, XXL, XXL, Kleid 4,99. Ah, hier steht's. 4,99, vorher 9,98. Sweaterkleid und Sweatshirt, pink und grau, 4,99. Da steht auch 4,99. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich gespart habe und ich kaufe ja immer schon Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres fange ich ja eigentlich immer schon an, die Weihnachtsgeschenke vorzukaufen. Diesmal bin ich wirklich ziemlich weit nach hinten gerutscht. Also bis vor einer Woche kamen noch Sachen zu Weihnachten an. Und normalerweise habe ich um die Zeit alles immer schon fertig gehabt. Hier ist auch nochmal so ein, falsch rum, so eine Art Sweaterkleid. Mit Kapuze und dunkel, weil sie steht momentan total auf schwarz. Ja, wusste ich nicht. Jetzt ist dunkelblau geworden damals. Get it, girl. Ja. Und normalerweise, wie gesagt, kaufe ich ja schon immer Anfang des Jahres an einzukaufen. Aber jetzt im zunehmenden Alter meiner Tochter, also der Großen, wird es immer schwieriger. Da muss ich dann immer von Anfang an des Jahres schon mal sparen und mir dann das holen, wenn es dann gerade mal da ist, beziehungsweise wenn sie sich dann mal für was entschieden hat. Weil im zunehmenden Alter jetzt ist es, ja, ich will das, ich will das, ich will das. Nee, denn das doch nicht. Und ein paar Monate später, oh nee, das ist schon wieder, nee. Und deswegen hole ich da jetzt großartig nicht mehr so was im Voraus. Aber das war ein super Angebot, musste ich zugreifen. Eins kann ich euch nicht zeigen. Ist noch dran, ne? Ja. Wartet mal, ich mach mal, zieh mal meinen Bademantel aus. Eins kann ich euch nicht zeigen, und zwar die Gitarre. Die zeige ich euch jetzt mal auf dem Bild, weil die ist noch im Keller. Die werdet ihr aber beim Einpacken, denke ich mal, sehen. Meine Frau hat mich gezwungen, dass ich das auch einpacke. Ich habe gesagt, ich stelle das einfach um die Ecke und dann hole ich es rin, wenn es dann soweit ist. Hey, wie sieht das aus? Muss eingepackt werden. Ja. Also packe ich es ein. Wo haben wir denn jetzt die Amazon-App? Da haben wir sie. Amazon. Meine Bestellungen. Also für sie haben wir gestern noch ein T-Shirt bestellt und ein Kissen. Also da hat sie sich selber bestellt. T-Shirts und Pullover, was noch unterwegs ist, sollte jetzt eigentlich auch irgendwann mal kommen. Hier haben wir doch. Da, Seite öffnen. So, da habe ich hier eine Gitarre gekauft. In blau-weiß, meine Tochter steht auf blau. Jetzt auf schwarz hätte ich mal vorher wissen müssen. Ja, dass sie, aber sie hat so Andeutungen gemacht, derzeit nicht verfügbar, siehst du, ist doch schon komplett weg. In rosa haben sie es, in schwarz, rot, weiß, also so ein orange-weiß. Rot-weiß, schwarz-weiß, ja, nur weiß, hätte ich mal wissen müssen, hätte ich in schwarz-weiß geholt. Aber in schwarz, oh, jetzt ist er auch teurer geworden. Kostet überall 124, 126, 119, 124, 126. Ja, ich habe bezahlt 89 Euro. Das war nämlich vorher auch teurer. Oder 99 Euro? 99 Euro. Ja, und da musste ich jetzt zugreifen. Das ist halt eine Gitarre. Also eine E-Gitarre mit Verstärker. Der ist nicht groß. Also da muss ich wahrscheinlich später nochmal einen neuen holen. Saiten. Dann so ein Ding, was da an die Gitarre rinmachst, wo du machen kannst. Also so ein Stab so irgendwie. So ein Tragegurt, Kabel, Tasche und ein Heft. Mit DVD und CD. Ja, und das ist diese hier. Und das steht im Keller von meiner Frau. Warum steht denn im Keller von meiner Frau? Dass, wenn was ist, hier ist die Gitarre einzeln, dass, wenn was ist, dass meine Tochter das nicht sieht. So, und hier, der ist wirklich nur so, der ist wirklich nur etwa so dick. Ja. Also, aber für unterwegs also ist das ganz gut. Und für zu Hause dann nochmal 9. Und hier 2 CDs, also CD und DVD und Heft und Seiten und Kabel und Plex. Plex, Dings sind auch mit bei. Ja. Für, also wollte ich euch ja noch sagen, für, was habe ich bezahlt? Nochmal kaufen, Lieferung verfolgen. Bestelldetails anzeigen. 99,99 habe ich bezahlt. Und jetzt kostet sie wieder 30 Euro mehr. Alle, ich werde es noch mal extra separat erwähnen jetzt hier. Das ist kein Product Placement oder irgendwas dergleichen. Das sind alles Sachen, die ich selber von meinem eigenen Geld bei Amazon, bei Kik, ich weiß nicht, ach so, ja, hier, Real gekauft habe. Das habe ich bei Real geholt, weil es bei Amazon teurer war. Erkläre ich euch nachher. Ich habe jetzt auch das Nikolausgeschenk hier noch nicht mit bei. Da hat die Kleine ein Telefon zum Hinterherziehen gekriegt. Und die Große hat ja Schattenfeuerpaket oder wie das heißt, gekriegt für Fortnite, und den Season Pass hat sie ja sowieso und noch einen anderen Skin und nochmal Geld aufladen und ja, alles viel zu teuer. Ja, machen wir erstmal weiter. So, dann für meine Große eine Bluetooth-Box wegen dem Fire TV beziehungsweise dem Echo. Kommen wir gleich noch dazu. So, dann haben wir hier noch einen großen Karton, der hier schon halb auflöst sich. Hier sind 2 Sachen drin. Hier habe ich mir eine Schutzfolie gekauft für ein DS. Ach Quatsch, DS. Für das Switch. Und hier ist die Switch. Da habe ich auch ein eigenes Unboxing schon zu gemacht. Ich habe auch schon einen Code, ein Konto erstellt und alle drum und dran. Also der Karton, der löst sich jetzt auf. Das Unboxing wird dann wahrscheinlich auch noch kommen. am heutigen Tag oder so, ich weiß es noch nicht. Ich habe es einfach mal pro forma gemacht, weil ich hingucken wollte. Ich habe sie noch nicht angeschlossen, ich habe noch nicht damit gespielt. Nichts, nur Konto erstellt, eine SD-Karte hinten drin, die ist jetzt schon drin, die brauche ich euch jetzt, kann ich euch jetzt nicht zeigen, die ist schon hinten drin, eine 64 GB Karte, eine Sandisk, so eine rot-goldene und ja, das wird die Familienkonsole sozusagen, dass wir halt mal zusammen was spielen können, Mario Party und so will ich dafür noch holen und so. Dafür ist auch das, weil bei der Docking Station hat Nintendo ein bisschen Scheiß gebaut, wenn man das, also hier, so sieht das besser, wenn man die reinmacht, dann zerkratzt das hier an der Seite den Bildschirm. Deswegen haben wir jetzt schon das und ich zeige euch gleich noch was, was ich dafür gekauft habe. Ich muss das muss ich erstmal runterstellen, damit ich hier ein bisschen Platz habe. Ich habe mit ein bisschen mehr Platz gerechnet, egal. So, weil ich habe dann dafür, habe ich noch das hier geholt. Das habe ich ja schon in einem Video gezeigt. Das ist ein Wireless-Adapter. Sieht man das? Ja. Der ist dafür da. Das ist jetzt auch im Nintendo-Style. Hier, da steht 8-Bit. Im Nintendo-Schriftart und... Ah, dankeschön. Ja, kann ich mit dran machen. Aber für das Ding, ja? Für das hier? Ja. Ja. Meine Frau bringt mir gerade noch was zum Verschönern. Und zwar hier. Das machen wir mal dann hier rüber für das Geburtstagsgeschenk, weil das ist kein Weihnachtsgeschenk, das ist Geburtstagsgeschenk, weil ja die Gitarre ja nicht sehen können. So, und das ist ein USB-Stick und den mache ich in die Switch rein. Der kostet, was habe ich bezahlt, 15 Euro oder so. Und dann könnt ihr die Switch mit all euren Controllern, die ihr gerade zu Hause habt, bedienen. Das heißt, mit einem PS3-Controller, mit einem PS4-Controller, mit einem Xbox 360 Controller, mit einem Xbox One Controller, mit einem Nintendo Wii U Controller. Und ihr könnt das Ding auch für nehmen, um am PC mit einem PlayStation Controller zu spielen. Richtig geil. Kommt auch dann noch ein Testvideo, das mache ich auch noch alle drum und dran. So, dann fangen wir mal hier mit dem Großen an am besten. Das ist für die Kleine. Das ist ein Tanzspaß-Dingsbums. Wie heißt das? 3 Spielmöglichkeiten. Ja, Tanz, Spaß, BeatBelle. Ja, und da kann man dann halt hier auf den Bauch drücken oder auf den Fuß. Achso. Wenn mein Bauch rot leuchtet, sag etwas und ich werde es singen. Und dann kann man hier was sagen. Ich bin Odin. Wiederholt. Ich hoffe, das ist auch, denn wenn es ausgepackt ist, ein bisschen länger, dass das nur irgendwie so ein Demo-Modus ist, den man irgendwo umschalten kann. Da müssen wir mal gucken. Weil wenn das wirklich nur so Kurzzeit, so ein kurzes Ding ist, dann ist das ein bisschen doof. Aber egal. Die Kleine wird daran Spaß haben, kann drin brabbeln, kann was weiß ich machen. So. Dann habe ich hier was. Da muss ich auch noch, siehst du, die Rechnung alles rausnehmen. Das werde ich so drinnen lassen. Das ist für die Große. Das ist ein Gitarrenständer. Das ist die Kleine, die sagt Katze. Oder versucht Katze zu sagen. Das ist ein Gitarrenständer. Da kann da jetzt nicht wirklich was sehen. Das ist dieser hier. Meine Bestellungen. Da. Ich habe zugemacht und Heizung angemacht. Dankeschön, mein Schatz. So, das ist dieser hier. Da kann sie ihre Gitarre dann, damit die dann nicht rumliegt, kann sie dann die da raufstellen. So, das ist zum Einpacken. Wir werden mir auch noch was für meine Mutter verpacken, weil sie das schon vorher kriegt, was eigentlich zum Nikolaus sein sollte. So, dann machen wir mal das Kleine zuerst. So, für meine Mama habe ich hier so einen, für den Weihnachtsbaum so einen Mops zum Anhängen. Ja, den werden wir als erstes nachher verpacken. Für meinen Weihnachtsbaum ist hier noch so ein Totenkopf mit bei, den werde ich heute auch anhängen. Den werde ich ein bisschen höher machen. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, warte mal, dann müssen wir das hier erstmal rausnehmen. Das habe ich ja gestern schon gezeigt. Das ist für die Mizis. Habe ich auch bei Teddy geholt, 2 Mäuse. Die werden wir aber nicht einpacken oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Für Weihnachten. Dass sie auch was kriegen. Dann haben wir hier, achso, das ist das Ersatzset. Hier ist auch eine Batterie mit bei. Das ist, das sah mehr aus, als es jetzt wirklich ist. Das ist ein großes Ersatzset für die Gitarre. Das hat knapp 20 Euro gekostet. Das hat meine Bestellungen. Wieso geht der immer raus da? Das wird Auto, da. Es hat gekostet. Ah, ist gerade runter sitzt. Naja, gut. Bei mir hat es 19 noch was oder 18 noch was gekostet. Jetzt kostet es nur noch 16,99 Euro. Da ist halt alles Mögliche mit bei. Auch das Ding zum Abklemmen der Seiten, wenn ich es hier finden würde. Ich glaube, das ist irgendwo da eine Seite. Und die haben auch dann hier noch andere Sets mit 50 Sachen und mit 60 Sachen. Also bei 50 ist das für die Wand mit bei. Ich weiß nicht, können wir das jetzt hier auspacken halbwegs? Na, lieber nicht. Ist ja ihr. Und dann halt hier auch diese Teile für die Gitarre. Ja? Und auch die langen Dinger sind hier oben mit bei und all möglichen Klimbims. Das werde ich wahrscheinlich nicht, werde ich es einzeln, ich weiß es noch nicht. So, das kommt auch eine. Dann so einen magischen Würfel als, ja, Kreis, also ihr seht, das ist schon alles gemacht nach den Farben, weil ich habe damit schon ein bisschen rumgespielt. Ich habe 3+, aber meine Tochter liebt so Kniffligkeit, so kniffelige Denkdinger und ja, und mir macht es auch Spaß. Also ich hab schon alles gemacht, ich habe schon ein paar Mal, meine Frau hat schon wieder die Farben durcheinander gemacht, ich habe sie wieder gemacht. War cool. So, dann Fahrradlicht für ihr Fahrrad. Sie hat sich neues Fahrradlicht gewünscht, was heller ist, weil ihr angeblich nicht so hell ist. Und da habe ich jetzt hier für hinten, so ist dieses hier, kann man auch aufladen. Habe auch schon getestet, das ist sehr hell, vor allen Dingen wird für vorne. So, dann haben wir ein USB-Kabel noch ein klein mit bei zum Laden. Und das ist das für vorne. Wartet mal, so da. Also ihr seht, es ist wirklich ziemlich hell. Und vor allen Dingen dieses Klimbim-Spiele-Zeug ist nicht mit bei, mit, dass man es blinkend machen kann oder irgendeinen Scheiß. Das soll an- und ausgehen und fertig ist und nicht irgendwelche Blinke-Kacke machen. So, das dahin, das dahin, das dahin, dort oben rauf. Dann für die Autofahrt habe ich hier so einen Pocket Game Player geholt. Ja, da hatte ich beim Shoppen auch schon mal gezeigt, glaube ich. Es ist jetzt natürlich nicht das High-End-Gerät. Aber es ist halt clean und süß. Für die Autofahrt ist es richtig gut. Wir haben hier einen 800 mAh Akku drinnen. Und wo ist denn das Ladeteil? Das ist hier oben. Hier oben haben wir dann zum Laden noch mit so einem alten USB. Ja, vielleicht mussten sie die loswerden oder so. Ja. Und hier oben kann man anschalten. Da kann man dann auswählen, Chinesisch oder Englisch. Und dann haben wir hier zum Beispiel, was nehmen wir hier? Mario 14, was soll denn das sein? Und dann sieht das halt so aus. Der soll clean und leicht. Da sind halt viele Fake-Spiele drauf, ist klar. Brauchen wir uns jetzt nicht. Ja, sieht man da schon. Aber man kann Kopfhörer reinstecken. Wenn der runterfällt, ist es nicht so schlimm. Ja. Seht ihr das? Da schießt Mario mit irgendwas. Also kein echtes Mario. So, können wir ausmachen. Also ist jetzt nicht High-End. Aber für unterwegs, wenn es aus dem Auto rausfällt, kaputt geht, ist es nicht so schlimm, als wenn der DS oder der 3DS oder der 3DS XL aus dem Auto fällt und kaputt geht. Da ist das, was habe ich bezahlt? Ich weiß gar nicht mehr, 10, 15, 20 Euro irgendwas. Dann ist es nicht so schlimm, als wenn das gute Gerät kaputt geht, sagen wir mal so. Dann einen Echo Dot. Sieht man's? Ja. Einen Echo Dot. Sie wünschte sich unbedingt einen Echo und der war im Angebot. Ja. Den muss ich auch noch dann einrichten. Der ist nämlich noch original verpackt, da ist noch nichts offen gewesen. Ja, den kriegt sie und dann irgendwann LED-Band drin, damit sie das dann von der Farbe her steuern kann und was weiß ich alles. Und dann vielleicht noch dieses kleine, was sie jetzt rausgebracht haben, wie heißt denn das? Fire TV Blast, aber so einen kleinen schwarzen Würfel. Dann kannst du dann auch Fernseh und sowas, Fernbedienungsgeräte, lauter, leiser und sowas, kannst du am Fernseher dann halt auch über Alexa machen. Sagst du lauter, leiser und das wird dann halt am Fernseher angeschlossen irgendwie oder allgemein irgendwie angeschlossen mit Strom und hier gibst du die Befehle und das Ding macht dann das über den IR-Sensor, den muss man dann anlernen. Das bin ich auch am Überlegen, ob ich es hole. Ja, ich will mir auch noch einen holen, am besten den mit Uhr oder wenn der noch mal im Angebot ist, vielleicht im Zweierset für den Flur noch und für das Schlafzimmer. Und dann mache ich meine Alexa da, die englische Alexa stumm oder ich stelle die um, muss man gucken, ob man auch einzelne Geräte auf PC umstellen kann. Dann stelle ich die auf PC um oder Amazon oder was weiß ich und alles andere reagiert dann auf Alexa und fertig ist. So, dann einen 3D-Stift. Das ist wie eine Klebepistole, müsst ihr euch vorstellen. Na? Hier, wie eine Klebepistole. Hier oben kommt das Klebeteil rein und hier ist auch gleichzeitig der USB zum Laden. Ja. Hier ist der USB zum Laden da unten und hier kommt das Klebeteil rein. Das ist halt, ist doch da, oder? Ja, durch so ein kleines Loch. Und dann hält man den so fest. Und dann hat man hier halt Knöpfe und hier oben für vor, zurück und Play, keine Ahnung. Und hier vorne so ein Heiß-Symbol, das ist halt dann vorne heiß. Und dann kann man halt Figuren machen und dann halt nicht nur gerade auf dem Blatt oder so, sondern hoch, so dreidimensional. Und dafür brauchst du, da ist nur ein Band mit bei, da hatte ich mich verguckt. Gibt auch welche mit Bändern drin, da hatte ich dann als erstes das gekauft. Das ist das 16+4 Set. Also insgesamt 20 sind hier drin. So, das hatte ich zuerst gekauft. Das ist auch schön dünn, gut verpackt. Hier sind halt, wie gesagt, 16+4, also 20 Farben drin. Also 1, 2, 3, sehe ich hier, 4. Achso, hier sind mehrere, warte mal. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Irgendwo muss die 20. dann auch versteckt sein. Sind auf jedem dieser Rollen sind hier 5 Meter drauf. Also alle die Farben, die ihr seht, das sind 5 Meter. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn die denn das austestet und dann loslegen will und hier macht, da macht und hast du nicht gesehen, dann ist ja 5 Meter von jeder Farbe ein bisschen wenig. Ja, das ist ja dann am ersten Tag schon alle, denke ich mal. Also man kann dann auch die Farben zwischendurch wechseln. Ja, also das ist auch irgendwie möglich. Muss mich damit erstmal belesen. Ich dachte, das ist eine gute Idee nur. So, und dann habe ich halt nochmal so ein Set geholt. Nochmal, was sind hier drin? 20 Farben. Hier sind, das ist das letzte da, 18 Farben sind hier drin. Weil das erste, was ich geholt habe, das war auch bei Black Friday, das war reduziert. Da musste ich zuschlagen von 20 Euro, auf, also rundgerechnet, also 18 noch was auf 9 noch was oder so runtergesetzt. Da musste ich zuschlagen und hier, was kostet das jetzt? €16 noch was. Für 18 Farben. Und bei dem anderen habe ich bezahlt. Wie gesagt, habe ich auch alles selber gekauft. Ich kann bis Januar zurückgeben, steht hier. Nochmal kaufen, Artikel zurückgeben, schreibe eine Bestellinformation, Bestelldetails anzeigen. Ich habe bezahlt 9,84 Euro. Im November habe ich das gekauft. Und jetzt kostet es wieder Billard. Jetzt kostet es 8,99 €. 8 Euro geschenkt. Jetzt Amazon-Konto aufladen. Na, da muss ich wahrscheinlich dann nochmal zugreifen demnächst. Ja, den Link werde ich euch mal in die Videobeschreibung packen, weil für 8,99 € 20 Farben ist ein Knallerpreis. Oder 18? Was sind hier drauf? Ne, 20. 16 Color, ne, sind 16 Farben drauf. Aber wieso waren bei mir 20? Kannst du auch nicht auswählen. Ja, keine Ahnung. Weg nochmal bestellen. Mal gucken, ob es dann immer noch ist. Würde ich mal so sagen. So. Ich würde sagen, das reicht ja auch so erstmal. Ich habe hier auch jetzt schon ganz viele Kartons hingelegt. Damit wir so das erstmal das Grobe einpacken können. Das von der Großen. Von der Kleinen, das ist erstmal nicht so wichtig, dass wir das einpacken. Das kann ich auch einpacken, wenn die Große da ist. Aber von der Großen, das muss alles eingepackt werden, weil die hat heute wieder Sehen mit ihrer Mutter. Jetzt ist es 11 gleich. Ja, das muss alles vorher verschwinden, damit sie das nicht sieht. Und die Gitarre packe ich dann einzeln noch ein. So. Ich bin auch am Überlegen, vielleicht mache ich ja auch einen Karton hier, da dann das Gitarrenzeug mit rein. Oder verpacke ich das einzeln? Ja, da muss ich mir jetzt nochmal drüber Gedanken machen, wie wir das machen. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal für das Video verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wie gesagt, nach dem Video, wenn ihr das jetzt wirklich geschafft habt, bis zum Ende zu gucken, kriegt ihr von mir ein Däumchen. Und gleich im Anschluss, ein paar Minuten später, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe, plane ich das so schnell wie möglich, aber dass halt ein bisschen Luft dazwischen ist, dass es sich nicht überschneidet. Das Einpackvideo, das seht ihr ja, das wird schon was länger werden, denke ich mal. Ich bin dann jetzt weg. Euch noch was. Bis dahin, also schöne, ich denke mal, ich werde es an Weihnachten veröffentlichen. Ich mache auch noch mein Weihnachtsgrußvideo, aber trotzdem euch allen frohe und gesunde Weihnachten. Ja, und schöne Feiertage. Ja, Tiger ist gerade kamerageil. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, ahoi. Seid euer Odin. Odin's Teddy.